Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Sly 3 Honor Among Thieves. Ja, ihr kennt den Titel mittlerweile. Hängt euch zum Hals raus. Aber hey. Okay, meine Mission ist da hinten und zwei Murray-Missionen. Okay. Team Island anschwärzen, Team Belgien anschwärzen. Ja, ich könnte jetzt sowas sagen wie, ich mochte Belgien ja noch nie, aber nein, nein. Ich habe nichts gegen irgendein Land hier. Wir gehen sie trotzdem anschwärzen. Oder wir springen ins Wasser und ertrinken. Geht der Sprung nicht? Der Sprung geht echt nicht. Okay. Fein von mir aus. Irgendwie läuft das gar nicht gut. Oder zumindest nicht so, wie es laufen sollte, egal. Starten wir die Mission und gut ist. Gut. Siehst du den bewaffneten LKW? Er bringt die Glückseiskulptur des isländischen Teams für das Halbfinale. Ich habe dem Fahrer eine falsche Route gegeben, damit er ein paar Stunden im Kreis fährt. Du musst in den LKW gelangen, die Skulptur stehlen und etwas dalassen, das den Verdacht auf das belgische Team lenkt. Guter Plan. Wenn die Isländer glauben, die Belgier hätten ihre Eisklumpen geklaut, werden sie nicht auf mich schießen. Aufgepasst! Das ist der Plan. Jetzt müssen wir zuerst eins der Goldmonogramm-Taschentücher des belgischen Teams stehlen. Murray wird einen dieser öden, sauertöpfigen Belgier zum Lachen bringen. Dann komme ich und schnapp mir das Taschentuch. In den LKW zu gelangen, wäre doch was für den Guru. Er könnte mit den Köpfen der Wachen die Hintertüren einschlagen. Gute Idee. Ich bringe ihn in Position. Okay, ich starte sie als Sly, aber im Prinzip mache ich jetzt alles mit irgendwem anderen. Ich meine nur. Murray, du musst einen Piloten aus dem belgischen Team so zum Lachen bringen, dass Bentley ihn berauben kann. Ein harter Brocken, Kumpel. Diese Kerle sind bierernst. Wenn sie merken, dass sie beklaut werden, fliegen wir aus dem Asse-Wettkampf. Wo ist denn mein Belgier? Da ist mein Belgier. Wer Belgier? Hallo, belgischer Gut. Pilot. Stehst du auf Comedy? Ein Lächeln würde Mr. Grimmig gut stehen. Was meinst du? Ich muss diesen Miesepeter zum Lachen bringen. Vielleicht versuche ich... politischen Humor, ja klar, natürlich. Warum dürfen Hühner nicht wählen gehen? Weil sie keine Hähne sind. Hühner sind keine Hähne. Kapiert? Denn nur Wetterhähne wissen, woher der Wind weht. Oh Gott. Um Gottes Willen. Intellektuellen Humor. Diese Mütze kommt mir spanisch vor. Schnallst du's? Das ist voll witzig, weil die Münze tatsächlich aus Spanien ist. Na komm schon. Das ist recht komisch. Physikalischen Humor? Er? Okay. Schon mal jemand gesehen, der sich die Faust in den Hals schiebt? Okay, Bentley, los geht's. Schnapp dir das Ding, während der Belgier lacht, sonst merkt er, dass du nach dem Taschentuch suchst. Kein Problem. Ja, mehr Geld. Mehr Geld. Und Taschentuch. Belgische Taschentuch. Gut gemacht. Treff mich draußen mit der Ware. Jetzt ist der Guru dran. Ja, und Murray lassen wir zum Sterben da. Ich meine... Er könnte rein theoretisch ersticken vielleicht. Zumindest an seiner Faust oder was. Aber egal. Bentley ist mit dem Taschentuch zu mir unterwegs. Aber wir können die Eisskulptur nicht klauen, wenn wir nicht in den LKW reinkommen. Haben wir das haben? Hast recht. Die Hintertür müsste die Schwachstelle sein.
Habe den Jupiter! Klar, was sollten die Wachen auch dagegen haben, wenn man mit ihren Köpfen Türen einschlägt? Habe der mir nie. Ja. Bentley hat einen Wegpunkt auf dem LKW angebracht. Praktisch, das Ding fährt nämlich echt schnell. Ja, und deswegen haben wir uns gerade noch die Wand angeguckt. Da hinten? Jetzt schon? Okay, von mir aus fein, dann gehe ich da lang. Oh Gott, wie der läuft. Hei, hei, hei. Schwein. So. Ha, 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 ha. So, jetzt müssen wir auch hinterher kommen. Sollte ja das kleinste Problem darstellen. Guter Anfang. Aber der LKW hat gerade seine automatische Verteidigung aktiviert. Beim nächsten Angriff musst du aufpassen. Wow. Könnte heikel werden. Naja, seine Verteidigung besteht daraus, Bärenfallen über den Boden zu werfen. Und das ist auch noch machbar, was das Ausweichen angeht. Go, komischer Hase, go. Also im Prinzip immer noch hinterherlaufen. Jetzt kann man sogar diesen Stachelfallen folgen und dann jedes Mal einfach, naja, drüber springen. Das ist nicht so das Problem schlechthin, ne? Hatte jetzt nur keine Lust, direkt in eine Falle zu rennen. Das wäre blöd gelaufen. Ich schätze mal, dann würde mein... Naja, Transportmittel, sag ich jetzt mal nicht dazu. Oh Gott. Es ist nicht hilfreich, wenn ich jedes Mal in die Tüte reinrenne. Ach, Schwein, geh's weg. Komm, Schwein. Ah, 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 ah. Ja, toll. Woher sollte ich das jetzt kommen sehen? Ich meine ernsthaft. Und tschüss. Ich bin ein Stück Käse auf der Rampe. Ich bin nicht das, wofür du mich hältst. Und ich bin auch keineswegs irgendwie seltsam. Schön. Knapp überhalb der Falle. Aber hey, es funktioniert. Allerdings, dass ich jetzt hier, ich schätze mal, 6 Mal oder was dasselbe machen darf. Das ist jetzt nicht gerade Gameplay, was ich sehr interessant finde. Verdammt. Achso, der Hase war auch nur gestoppt im Prinzip. Nicht tot. Naja. Aber dennoch, ich finde es ein bisschen langweilig, was das angeht. Der lebt noch, das ist gut. War zwar ein bisschen ungeschickter Sprung, aber solange der Typ noch lebt, ist das völlig in Ordnung. Oh yeah! Die Türen sind vollkommen unversehrt, dafür hat das Dach ein riesiges Loch. Hä? Die Tür sah sehr offen aus, danke. Sly, jetzt du! Du musst echt rasen, um den LKW einzuholen. Kannst aber leicht über das Dach reinspringen. Ja, gut. Sollte jetzt nicht das große Problem sein, denke ich mal. Ich muss ja nur in den Wagen rein, ne? Obwohl ich, wie gesagt, das sah gerade so aus, als wäre die Tür offen. Aber scheinbar ist das ja auch nur eine Einbildung gewesen, weil ja scheinbar nicht mal die Tür offen war. So. Gut so. Brich den Safe auf und schnapp dir das Ding. Da die Tür ist doch... Aber der Fahrer weiß jetzt wohl, wo er hin muss. Hier bleibt nicht viel Zeit. Die Tür ist trotzdem offen. Sieht man ganz genau. Aber gut. Gut gemacht. Und im Kampfmord werden sie übereinander herfallen. Ja, super. Ja, es ist nicht offensichtlich genug, dass eingebrochen wurde. Und leider kann ich auch die Figuren nicht einfach verkaufen. Wäre nämlich auch sehr schön gewesen, so eine Internetaktion damit. Aber naja. Ich
müsste jetzt rein theoretisch wieder zurückgehen. Nachdem wir das jetzt geschafft haben, sind ja nur noch Murray-Missionen so gesehen offen. Sollte er uns nicht bei diesem Belgien-Witz hier gestorben sein. Was auch immer eine Möglichkeit ist. Nein, das ist auch ein Zerbeutel. Ich hab erst gedacht, er hat keinen, aber er hat einen! Ja! Schade nur, dass die Gegenstände immer dasselbe wert sind. Wobei, es ist nicht richtig schade, aber... Prinzipiell ist es ja auch sogar gut, aber... Wenn ich manchmal mehr davon kriegen würde, wäre auch schön. Alles dann dieses Wunschdenken aller, ich will einfach viel mehr Geld für nichts. Das funktioniert nicht. So, Geld. Ah, guck mal einer da. Guck mal einer schau, oder wie man so schön sagt, ne? Glitzerbeutel. Wird irgendwie alles nur noch Silber hier. Ich finde ja gar nichts Gold. Nur Silber. Ich will die Mission starten. Ich darf aber nicht. Gut, ab in unser Hotelzimmer. Oder zumindest sollte es sowas wie ein Hotelzimmer sein, würde ich mal sagen, ne? Adrenalinstoß ist... Oh, Hoverpack. Das Hoverpack für Bentley, das ist definitiv Gold wert, sag ich jetzt mal so. Das ist schon sehr unterhaltsam, doch ja. Okay, wir brauchen Käse. Oder einen anderen Weg hochzukommen. Ansonsten aber Käse. Einfach nur Käse. Hier ist Käse. Sag ich doch, Käse. Das partyfreudige Team aus Island schläft wohl schon. Jetzt können wir uns einen ihrer Wikingerhelme borgen. Wozu brauchst du mich? Sly kann doch das Türschloss knacken und das Ding stehlen. Das ist eine heikle Sache. Wir wollen den Isländern ein Verbrechen in die Schuhe schieben, das sie nicht begangen haben. Wenn ihre Tür aufgebrochen wurde, hält man sie vielleicht für unschuldig. Mann, bist du in den letzten Jahren hinterlistig geworden. Also, wie kommen wir da jetzt rein? Die städtische Kanalisation müsste mit dem Belüftungssystem des Hotels verbunden sein. Sly hat ein Floß organisiert. Doch seid vorsichtig, da unten gab's früher schon Ärger und der Baron hat bestimmt Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Ich darf ein Boot rudern? Ist ja nautisch! Okay, also die Kanalisation ist verbunden mit dem Belüftungssystem. Okay. Keine Fragen dabei. Na, dann rudern wir mal. Steuere das Floß mit dem linken Analogstick. Mit der X-Taste ruderst du vorwärts und oh mit Gott. Der Viereck-Taste rückwärts. Gut, dass ich relativ leise die X-Taste drücken kann, sonst würdet ihr jetzt ständiges Gedrücke hören, weil ich nicht gedrückt halten kann, leider. Funktioniert doch total gut. Gummeray, Gummeray. War das ein Min? Oder was? Min oder nur Stachelbälle? Aber da nur Stachelbälle ein bisschen seltsam wären, würde ich mal nach Antwort A tendieren. Minen! Allerdings ist das hier trotzdem nicht sonderlich schwer. Um die Ecke, um die Ecke. Ja, was haben wir hier? Nichts. Ah, schön. Ja gut, ich sollte mich nicht in die Minen reindrücken lassen, aber... Wie weit ist denn das Hotel? Ich meine, ganz ehrlich, wir waren doch direkt davor eigentlich, wenn man in die Kanalisation reingeguckt hat. Also, ich bin ja am Paddeln ohne Ende und komme trotzdem irgendwo an. Ah, endlich. Das ist so seltsam. Das Belüftungssystem des Hotels ist hier in der Kloake, ehrlich. Ne.
wollte nur die Kamera richtig positionieren. Und wenn das schon so wackelt, dann kann ich auch sicher gehen, dass ich nicht reinfalle. So. Ich bleib dabei, das ist sehr seltsam, dass das Belüftungssystem mit der Kanalisation verbunden ist. Gut so, du bist fast da. Weck nur diese Kerle nicht auf. Die sind so paranoid, dass sie bestimmt einen Einbrecheralarm installiert haben. Naja, die haben überall Kartentürme und sowas. Das sieht mir dann aber auch schon nach einem aus. Hast du die Schlüssel für den Raum? Klar, Moment. Nicht da. Hast du den? Upsala. Tick zu weit gesprungen. Tick zu weit. Gut so. Du bist fast da. Weck nur diese Kerle nicht auf. Die sind so paranoid, dass sie bestimmt einen Einbrecheralarm installiert haben. Ja, aber ich sag ja, das sind hier. Was ist das? Chips oder Gläser? Ja. Im Prinzip Dosen verbunden mit Seilen, damit man da. Hast du die Schlüssel für den Raum? Falls man reinrennen sollte, die Dinger umreißt. Nicht da. Hast du die nicht? Nein, du trägst doch hier die Verantwortung. Klopfen wir einfach an. Klasse! Geh jetzt zurück zu Murray und dem Floß! Nein, nein, da drinnen schlafen doch noch alle. Und ich weck die nicht auf. Was tun, knallen diese Typen uns morgen ab. Schön. So, so macht man das. Glaube nicht so bescheuert ist wie ich und erstmal volle Kanne zu weit springt. Und jetzt heißt es wieder für mich, Paddel um dein Leben! Oder zumindest so ähnlich. Ja, aber zuerst den ganzen Weg wieder rückwärts laufen, das ist ja auch toll. Und dann dauert das hier wieder so lange, weil ich hier wieder am Rumrutschen bin. Hooray. Ja, okay, auf der anderen Seite. Tut mir leid, Kumpel. Die Ventiltüren haben die Position verändert. Wir müssen durch einen anderen Tunnel fliehen. Keine Angst, der Murray hat einen super Orientierungssinn. Heißt also, dort jetzt noch länger, oder was? Oh mein Gott. Ist ja nicht mal so, als würde das Sinn machen. Ich glaube nämlich nicht, dass Ventile mitten in einer Kanalisation von jetzt auf gleich einfach mal ihre Position ändern, aber das ist in Ordnung. Dann haben sich die Entwickler gedacht, das ist hier viel zu einfach, wir brauchen hier mehr von diesen Dingern. Schwer zu sagen. Aber gut. Ja, ich sollte nicht einfach mal so aus Jungs und Dollerei drehen, das macht keinen Sinn. Und im schlimmsten Fall renne ich dann mit so einem rein. Wie gesagt, ich bleib dabei, es ist eine Mine. Ich weiß nicht, ob die Dinger explodieren würden. Wenn nicht, dann, naja, sind es weniger Minen, als ich angenommen habe. Aber abgesehen davon, einfach nur Stachelkugeln da, das wäre, weiß nicht, seltsam, dämlich, sinnlos. Mehr fällt mir da jetzt auch nicht so ein, aber das sind schon mal schwerwiegende Argumente. Ja, so ist doch deutlich einfacher. Ah, ging sogar schneller. Finde ich gut. Land in Sicht! Hurray! War es das dann? Toll gemacht. Du bist ein echtes Ass am Ruder. Dieser Murray ist und war schon immer ein Ass. Klar. Bereit, den Helm ins Flugzeug der Belgier zu bringen? Mach ich, Kumpel. Die Rache ist mein. Okay. Fein, von mir aus bringe ich auch noch den Helm selber weg. Hast du zufällig einen Glitzerbeutel, Kumpel? Nein? Dann bist du mir offiziell egal.
muss ja nur rüber zu den Belgiern. Oh, du hast ihn jetzt aber, mein Freund, ne? So. Als wäre nichts passiert. Okay. An der Decke hängt das geliebte Flugzeug der Belgier. Es wird von diesen Ankern gehalten. Zerstört sie, dann kracht das Flugzeug herab. Diese Laser könnten meinen Riesenkörper rösten. Stimmt. Du musst dich zur Kugel einrollen, um sicher unter dem Lasernetz durchzukommen. Klar. Du musst die Anker mit Ladungsangriffen zerstören. Der Kugelgestalt an. Hole durch schnelles Drücken der Viereck-Taste Schwung und schlag zu. Okay. Beim nächsten Mal, Leute, also mehr Action mit dem Murray. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.